Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mass Effect. Eigentlich wollte ich heute noch das Guild Wars 2 Sprung Rätsel fortsetzen, aber aufgrund absolut totaler Inkompetenz meinerseits und weil ich einfach noch keinen Bock mehr hatte, habe ich mir jetzt kurzfristig dazu umentschlossen, Mass Effect weiterzumachen. So, wir müssen jetzt hier durch. Die Stelle kennt ihr sicher noch vom ersten Netz. Wir müssen mit den zwei Wachen und den Kameras. Dass alles ein bisschen getimed sein muss. Hi, Ashley Williams, Special Tactics and Reconnaissance. Ich suche die Besten. Gehören Sie dazu? Verstehe ich Sie richtig? Ich soll Inspektor werden. Komm, dreh dich weg. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Der Onkel hat's einfach nur drauf. Der Onkel hat's einfach nur drauf. Wieder geschafft. Khan, ich bin nicht hier, um Sie zu bedrohen. Wir müssen reden. Ich glaube, da ist nicht mehr viel mitreden. Kommt hier eigentlich jeder rein? Bin wohl doch nichts Besonderes. Commander, da ist ein Löschbefehl auf dem Terminal. Verdammt! Es ist alles weg. Ich weiß nicht, ob er das war oder der Killer oder mein Auslösen des Alarms. Bin ich schuld? Sie schon. Was suchen Sie da? Fehler. Dachte ich mir. Wer immer das war, er hatte es eilig. Die Com-Einheit ist nicht gelöscht. Oh, nehmen wir die Com-Einheit dann mit und scannen sie, oder? Elijah, kriechen Sie wieder raus? Falsch geraten. Sie. Letztes Mal sind Sie am Boden rumgezappelt wie ein Fisch. Ist das schon alles? Der letzte Typ, der mich einschüchtern wollte, war ein paar Kilometer größer als Sie. Tapfer. War zu erwarten. Ändert aber nichts. Sie haben nichts. Und können nur warten, bis der Hammer fällt. Worauf willst du hinaus? Warum? Was habe ich Ihnen getan? Ich werde Ihnen alles nehmen, was Sie haben. Alles, was Sie sind. Verdammt. Tut mir leid, Commander. Zu wenig Zeit, um den Anruf zurückzuverfolgen. Es geht weiter. Nehmen Sie die Laufwerke mit. Die gelöscht wurden? Glauben Sie, da finden wir noch was? Bei Edie ist alles möglich. Je schneller wir sie ihr bringen, desto früher können wir diese Bedrohung verfolgen. So sieht's aus. Also wieder zurück ins Apartment. Wahnsinnsparty. Leider starb der Gastgeber. Tja. Es war kein Reinfall. Brooks, Sie und Edie finden raus, ob auf den Laufwerken was Brauchbares ist. Hoffen wir's. Ich sag Ihnen, was wir finden, Commander. Hopp, hopp. Mit Gruppen, mit Gruppenmitgliedern reden. Jetzt mache ich wie APG-GDT. Oh Mann, ich bin einfach nur dumm. Guck, guck. Schicke Party? Abgehakt. Super sexy Outfit? Abgehakt. Bekämpft das Verbrechen? Abgehakt. Naja, fast. Wir waren nah dran. Ja. Verdammt nah. So ist es. Hey, Shepard. Hi. Hey, Shepard. Hoffentlich finden Brooks und Edie etwas auf dem Laufwerk. Hoffen wir's mal. Das hoffe ich auch. Ich könnte was zu essen vertragen, während wir warten. Zu schade, dass sie den besten Sushi-Laden auf der Citadel zerlegt haben, was? Warum ich? Ich trifft keine Schuld. Es waren die anderen Typen. Verdammt, Commander. Sie können nicht mal auf eine Party gehen, ohne dass jemand sein Leben verliert. Wieso gibt's hier eigentlich nichts Richtiges zu essen? Man sollte meinen, eine Bude wie diese wäre gut ausgestattet. Kocht ihr da was? Da steht ein Kühlschrank. Bitte. Grüße, Commander. Salve. Das Casino veranstaltet in einigen Monaten wieder eine Gala. Soll ich mich um Tickets bemühen? Lass mal. Einmal hat gereicht. Die Party soll ja fantastisch gewesen sein, auch wenn nicht alles so lief wie geplant. Was ein Fernseher. Das nicht völlig umsonst. Was ein Fernseher. N7, eine ganze Biografie. Die hören wir uns aber alle mal an, wenn wir mal in Ruhe mal Zeit haben hier. Die ganzen Biografien. Ich
bestimmt noch ein bisschen was Interessantes dabei sein. Also jetzt machen wir, wenn wir Zeit haben, so, mehr. So am Ende Luft holen. So am Ende vom Citadel DLC würde ich sagen, wenn wir hier durch sind, können wir uns eigentlich die ganzen Biografien nochmal anhören. Das ist bestimmt auch ziemlich interessant, was so ein bisschen die Hintergrundgeschichte auch noch angeht. Aber wie gesagt, das können wir alles hier danach machen, wenn wir hier mit dem DLC durch sind. Gab's wieder Begegnungen auf Leben und Tod mit Aquarien? Nee? Schade. Ich höre Vegas Magen bis hierher knurren. Ich habe doch gesagt, er soll sich was zu essen machen. Was ist los, Shepard? Wollten Sie kein Date mit mir? Zu viel Kroganer für Sie. Gott, dieses Problem haben viele Leute. Die meisten davon. Das Gespräch hat keiner gehört. Commander, statt das Casino in einer Verkleidung zu infiltrieren, ja. Es wäre besser gewesen, alle Primitiven als Geiseln zu nehmen, mit dem Tode zu bedrohen und der Reihe nach zu erschießen, bis sie ihnen geben, was sie wollen. Alter! Ich werde nächstes Mal mit Freuden assistieren. Ja, das ist typisch Chavik. Alter Scheiter. Was ist denn los hier? Hier und alle Klippenmitglieder durch. Ich glaube, wir haben etwas, Commander. Nicht Zeit wird's. Hallo, Shepard. Commander, Edi und ich haben die Festplatten analysiert. Es gibt Ergebnisse, wenn sie soweit wären. Auf geht's. Nur raus damit. Die Root-Struktur der Daten wurde gelöscht, aber die logische Intaktheit bleibt gegeben. Das Ganze auf Deutsch. Edi hat für sowas ein Wahnsinnstalent. Ich weiß, sie ist eine KI, aber trotzdem. Wir haben eine verschlüsselte Kommunikation gefunden, ein paar Tage alt. Sie ist in einer Minute geknackt. Eine ganze Minute? Das schafft Edi sicher in 5 Sekunden. Ich dachte, ich gebe Analystin Brooks die Chance, sich beim Entschlüsseln zu verbessern. Und jetzt kannst du nicht mehr glänzen. Muss sie auch nicht. Sie sind die Crew der Normandy. Sie sind Legenden für uns bei der Allianz. Legenden können gut oder böse sein. Was sind wir? Sie sind die Art, zu der man aufschaut, der man sein Leben verdankt. Und warum schießen dann immer alle auf uns? Das liegt nur an Ihnen, Rex. Je größer das Ziel, desto größer das Ziel. So ist es. Soll das heißen, ich habe zugenommen? Das heißt nur, dass jetzt mehr Legende da ist. Richtig. Sie ist positiv. Die Kameradschaft, die Freundschaft. Ich glaube, das ist Ihre Geheimwaffe. Das gehört alles zum Job. Richtig. Moment. Job? Heißt das, Sie werden alle dafür bezahlt? Los geht's. Wow. Die Söldner, die hinter Ihnen her waren, sie haben viele Waffen gekauft. Schwere Waffen. Max? Wofür brauchen die denn so viel Feuerkraft? Sieht aus, als plane die Drohne einen Aufstand. Ich habe nur den Spectre-Zugangscode des Commanders in den Citadel-Archiven überwacht. Auf den Schirm. Eine Notabriegelung der Archive. Wer immer ihre Unterlagen hackt, ist genau in diesem Moment dort. Was wissen wir über den Ort? Der Rat bewahrt dort heikle historische Informationen auf. Ich bin nicht mal mit meiner alten C-Sicherheit-Freigabe reingekommen. Dann müssen wir uns Zutritt verschaffen. Los, wir... Ja, bitte. Was macht der Volus hier? Ah, Pizzaservice. Ich hatte echt Hunger. Doppelt Pepperoni? Die Archive sind riesig. Geil. Eine zeitaufwendige Suche. Leider können sie nicht die ganze Crew mitnehmen. Wer sagt das? Bei dieser Sache kommen alle mit. Klasse, aber wer bildet mit ihnen die Vorhut? Und wer bezahlt die Rechnung? Der Pizza bestellt hat, wer sonst? Was soll die Frage? So. Dürfte passen. Wieso hat jetzt wieder sämtliche Waffen zurückgesetzt, wenn ich fragen darf? Was soll der Scheiß?
finde ich so nicht in Ordnung. Sah man doch schon mal, dass es die Waffen zurückgesetzt hat, gell? Hier stimmt alles, die Eagle und Partikel, die Madoc und die Crusader stimmt hier auch. Warum sitzt sie immer nur bei mir zurück und nicht bei den Teammitgliedern? Finde ich unfair. Oh, 3 Punkte lohnt nicht, 12 Punkte lohnt schon eher. So. Bei Chavi kann man ja nur noch ziehen machen, was anderes geht ja nicht. So. Was ist der beste Weg in die Archive? Die Anlage liegt unter den Bezirken. Vielleicht ein Direktangriff wegen der Überraschung? Gefällt mir. Sie lernen langsam, wie es läuft. Wenn Sie lange genug bei uns sind, lernen Sie, wie es läuft. Sticht, schießt. Explodiert. Mhm. Aber nicht zu lange. Sonst schließen Sie noch Freundschaft mit den Asari. Das habe ich gehört. Die Archive sind irgendwo unter uns. Könnte schwierig werden, reinzukommen. Nicht wirklich. Ein Bömmchen. Krogana zuerst. Wir sehen uns, Prinzessin. So was will ich auch haben. So eine Modeste, die schön an die Decke hängen. Das wär's doch. Oder? Nicht schon wieder. Na, das schon. Verteilen und in Deckung gehen. Doch recht. Oh Gott. Ich. Sind Sie okay? Bin oben. Geh jetzt in Deckung. Ich habe hier eine Zielsicherheit, die ist auch jenseits von gut und böse heute irgendwie. Das sind nur noch die Schlampe da hinten, gell? Fallen lassen, sonst nimmt sie ein böses Ende. Die Stimme kommt uns bekannt vor. Mist, Karl. Also gut. Ich weiß ja nicht, womit Sie hier durchkommen wollen. Sie können nirgendwo hin, sich nirgendwo verstecken, wo wir Sie nicht finden würden. Verstecken? Wieso denn? Hallo. Ich bin Commander Shepard. Ich verstecke mich niemals. Ist dieser Zyklus immer so seltsam? Nein. Oh nein, ihr seht nicht doppelt. Wer sind Sie? Sie waren nicht der einzige Shepard, den Cerberus ins Leben zurückgebracht hat. Und jetzt macht wenigstens einer von uns endlich etwas Vernünftiges daraus. Haben die uns damals geklont? Wo sind sie hergekommen? Aus derselben DNA wie sie. Ein Klon? Cerberus hat keine Kosten gescheut, um sie wiederzubeleben. Und ich? Ich wurde erschaffen als Ersatzteillager. Falls sie mal einen neuen Arm, ein Herz oder eine Lunge brauchen. Wie zuvorkommt. Wo waren sie die ganze Zeit? Im Koma. Bis ich vor 6 Monaten erwachte. Während Sie auf der Erde in einer Gefängniszelle saßen, lernte ich, ein Mensch zu sein. Schon erstaunlich, wozu eine Person mit genügend neuralen Implantaten in der Lage ist. Wenn Sie wirklich ich sind, spielen wir im selben Team. Wir spielen nicht mal in derselben Liga. Hat der Unbekannte Sie geschickt? Nein. Er hat mich im Stich gelassen, als er hatte, was er wollte. Sie. Ist da jemand neidisch? Weil ich seine Erinnerungen nicht habe. Ich würde meine angeblichen Freunde niemals täuschen.
Diejenigen, die ihre Pflicht vergessen und sich dem Shepard-Kult angeschlossen haben. Wie Sie, Jimmy. Ein Bauernjunge, der seine Mistgabe verloren hat. Und Sie sind nur eine blasse Imitation des Originals. So ist es. Ich bin das perfektionierte Original. Ich bin Sie, aber ohne Abnutzungen, Shepard. Ohne Zweifel, ohne Misserfolge. Ich bin der einsame Wolf, der Sie immer sein sollten. Ohne emotionale Altlasten, die mich bremsen. Niemand wird jemals glauben, dass Sie der Commander sind. Oh doch, wenn ich sein Schiff kommandiere. Was? Hier spricht Shepard. Abriegelung der Normen, die einleiten. Übermittle jetzt die Befehlscodes. Gute Idee. Wirklich schade, dass das Signal blockiert wurde. Trainer, hier spricht Shepard. Bereiten Sie einen Notstart der Normandy vor. Wir ziehen ab. Ich übermittle jetzt die Befehlscodes. Verstanden. Wird erledigt. So ein Ihr Arsch. Ihr führt die Hölle zu, bevor jemand mein Schiff stiehlt. Ich stehle es nicht, wenn ich Sie bin. Alle hinrichten. Der Shepard-Kult endet hier und jetzt. Ab und zu muss man auch Arschloch sein. Ich bin auch okay. Wo sind die anderen? Andere Seite. In der Höhepositionen mit Präzisionsgewehr. Besser wird. Er wird plötzlich. Ja, so ist es. Von wo? Eine große, glückliche, hartzuschlagende Familie. Huhu! Haben Sie den Schuss gesehen, Brooks? So machen das Legenden. Wer sich mit Shepard angeht, kriegt es von mir verflucht. Ist das ein neuer Kampfspruch oder so, Rex? Ich dachte, ich probiere ihn mal aus, mal sehen, wie er ankommt. Das mag ich so dermaßen an diesem DLC. Das mag ich so an diesem DLC, diese Sprüche. Alter! Wer hat gerade so ein krankes Scheppern gemacht? Zerschmettern. Er rückt in die Archive vor. Gruppen zusammenhalten. Team Mako, Sie bilden die Vorhut. Mako? Was ist dein Mako? Etwas, das wir jetzt gut gebrauchen können. Ein guter alter Kampfpanzer. Team Hammer, Sie übernehmen die Flanke. Und der Mako ist dem Hammer in nichts überlegen. Richtig. Gibt hier noch irgendwo was? Nö, ne? Nö, gut. So, was sagt die Zeit überhaupt? Ich habe heute wieder nicht viel Zeit. Ja, allgemein in letzter Zeit kommt Zeit, deshalb so wenig Videos. Deshalb würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Es tut mir leid wegen den kurzen Folgen in letzter Zeit, aber es lässt sich, wie gesagt, momentan nicht ändern, da ich echt so gut wie kaum Zeit habe. Ich bin schon froh, dass ich die paar Aufnahmen überhaupt machen kann jetzt. Ich hoffe, dass sich das in nächster Zeit wieder bessert. Deshalb, wie gesagt, an der Stelle das wollte Pause. Wir hören uns im nächsten Video wieder dann hoffentlich wieder bei Guild Wars, dass ich bis dahin geschissen kriege, mal das Sprungrätsel zu Ende zu bringen. Und ja, bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.